Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Das sind Hamlet und Barney. Wie ihr wisst, gibt es ab und zu auf meinem Kanal Dummy-spezifische Sachen, Spaniel-spezifische Sachen und so auch heute. Wir schauen uns heute mal an, wie so ein Buschieren am Wasser aussieht. Buschieren ist so eine ganz typische Sache für Spaniels. Das heißt, die durchforsten eng vor dem Menschen, eng vor dem Schützen in der Regel den Boden, packen da die Nase rein, arbeiten mit dem Wind und machen alles hoch, was da drin sitzt in der Wiese. Also drücken da alles an Wild raus. Hasen, Vögel, Rebhühner, Fasane. Könnte folgendermaßen aussehen, wenn es der Profi macht. Rock. Da seht ihr Mirko Barnecke mit einer seiner Working Springer Spaniels aus England. Die Schwierigkeit ist wirklich hier, dass der Hund am Ufer buschiert, nicht ins Wasser geht, sondern wirklich ganz genau und intensiv das Ufer absucht. Dann fällt eine Markierung ins Wasser, also es wird ein Dummy ins Wasser geworfen. Das soll der Hund wahrnehmen, also der soll gucken, was passiert da, wo ist das genau hingefallen, soll dann aber weiter buschieren und den Dummy im Wasser ignorieren. Du nicht. Ronja, abholen. So ist es brav, Tinker. Gut, danke schön. Damit. Gib. Und weil am Wasser ja grundsätzlich die Erregungslage so ein bisschen hoch ist und eigentlich das, was im Wasser passiert, immer so ein bisschen spannender ist als das, was an Land passiert, ist das eine ziemliche Challenge. Das schafft man natürlich, indem der Hund dann sehr schnell und viel Erfolg hat am Ufer und sich dann über ein Bällchen freuen kann oder so. Und dann eben merkt, wo cool, dieses Ufer absuchen, das lohnt sich extrem. Wir haben das zusammen mal ausprobiert. Natürlich im Doppelpack mit der lieben Christina Reder von hundepraxis.com. Die hat ihre Retriever arbeiten lassen und das ist tatsächlich so die typische Aufteilung. Also der Spaniel darf buschieren, darf ein bisschen stöbern und der Retriever macht halt dann die Apporte. Ihr seht uns jetzt hier an einem Gewässer. Für einen Einstieg habe ich wirklich ein Ufer gewählt, das so ein bisschen abgetrennt ist. Also ihr seht, da sind so ein paar Bäume, dass man das Wasser, weil das Wasser schon sehr verlockend ist, gerade für Hamlet. Ach, der findet das total spannend. Einfach, dass da nur so eine kleine Barriere ist, ne? Dass er das dann absucht. Und ihr seht schon, aber je weiter ich nach vorne buschiere, desto verlockender wird es, desto offener wird es Richtung Wasser und desto schwieriger natürlich auch für den Hund. Ich habe da ein paar Bällchen genommen, habe den Boden ganz oft gestempelt, dass da wirklich viel Geruch ist, dass er auch wirklich da dran bleibt am Ufer und habe ein paar Bällchen auch reingelegt, damit er schnell was findet. Nachdem er ein paar Mal schön gefunden hat, hat Christina dann ein Geräusch gemacht. Dann hat sie einen Dummy ins Wasser geworfen, den Hamlet jetzt nicht so ideal gesehen hat, weil da natürlich der ganze Bewuchs davor ist. Aber es wurscht, er war gesessen und er hat geschaut. Er sollte ihn ja in dem Fall auch nicht holen. Er hat auf jeden Fall mitbekommen, aha, da ist was ins Wasser gefallen. Dann sollte er aber erstmal weiter buschieren. Also ich habe ihm wieder gesagt, so, weiter geht's, Nase auf dem Boden. Dann hat er relativ schnell gefunden. Also ich habe dann extra nochmal einen Ball platziert, damit er dann auch schnell findet. Und dann hat er zugesehen, ruhig zugesehen, wie der Retriever apportiert hat aus dem Wasser. Also die Schwierigkeit nochmal hier, es passiert was Spannendes am Wasser.
Der Hund darf aber nicht ins Wasser, sondern er soll sich wirklich auf das Buschieren konzentrieren. Und natürlich andere Hunde mit dabei, die dürfen ins Wasser, er darf nicht ins Wasser. Also da sind so ein paar Punkte, die das Ganze so ein bisschen erschweren. Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig von unserer Seite. Das war der erste Versuch. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie sowas aussehen kann. Buschieren am Wasser, gemeinsames Arbeiten von Spaniels und Retrievern. Und davon gibt es hoffentlich bald mehr.